Hallöchen. Hallöchen. Ich bin die Giuseppina, auch Juicy genannt, bin 27 Jahre alt und komme aus Köln. Und Dieter hat ein Déjà-vu. Ich war in der 18. Staffel gewesen. Und hat schon rote, lockige Haare gehabt. Yes, yes, 2021! Beim Recall auf Mykonos gab's damals große Emotionen und viel Drama. Mittendrin Giuseppina. Ich glaub, ich flipp aus, echt, mit euch. Kindergarten-Scheiße. Nein, nein, nein. Geklaut. Vivian, Matthias und Juicy, bitte. Ich will's knapp halten. Ihr müsst mit dem nächsten Flieger nach Hause fliegen. Das war für mich wie so, wenn alles gerade zusammenbricht. Wirklich ein Traum, was einfach fertig ist. Also es ist zu Ende. Doch Giuseppina träumte weiter. Ich muss gerade... Boah, es gibt so viele Sachen, warum DSDS geil ist. Ich weiß gar nicht, ich muss mich für einen entscheiden. DSDS jetzt für alle. Ich hab gespuckt. Jetzt bin ich ja hier, um es viel, viel besser zu machen, um es perfekt zu... Ah ja, perfekt gibt's jetzt nicht, aber ich werde meinen Arsch aufreißen und in die Live-Show kommen. Ja, und was machst du in Köln? Ich mach gerade eine Weiterbildung zur Personenschutz. Personenschutz? Ja. Ehrlich? Kann ich gebrauchen, glaube ich. Eine taffe Frau. Danke. Kannst du denn alles so ein bisschen Karate oder irgendwelche Kampfsportarten? Nein. Ehrlich, kannst du nicht? Nee. Karate nicht, aber nein, aber ich meine irgendwelche Kampfsport. Wie willst du denn jemanden beschützen? Also. Nee, also das lernt man ja alles. Ne? Alles im Leben lernt man. Und okay. Mein Traum ist es natürlich, das Ding hier zu gewinnen und danach auf der Bühne zu stehen. Okay, was singst du für uns? Ich singe Liebe kann so wehtun von Marianne Rosenberg. Oh, okay. Du weißt, dass Dieter ein riesen Marianne-Fan ist, ne? Also der feiert die richtig. Liebe kann so wehtun, doch sie gibt auch viel. Sie gibt auch viel. Ohne Liebe leben. Ohne Liebe leben, das könnte ich nicht. Das ist doch so geil. Ja, das ist... Aber musst du mit Gefühl singen. Liebe kann so wehtun, doch sie gibt auch viel. Ohne Liebe leben, nein, das könnte ich nie. Und ich will leben, nur mit dir. Jede Stunde, die ich nicht bei dir sein kann, fang ich an zu träumen und ich freue mich, wo du sein magst. Und was du tust, doch bist du da, ist alles gut. Und ich wünsch mir nur, es könnte so bleiben, ewig so in deinen Armen. Halt mich, bitte halt mich, lass mich nie mehr los. Okay. Auf jeden Fall kommt sie weiter. Sie muss weiterkommen, sonst gehe ich da runter. Ich finde, du hast es ganz mit viel Herz und Gefühl gemacht. Ich mag deine Ausstrahlung und wie du es auch trotzdem auf deine eigene Art gemacht hast und finde das sehr, sehr schön. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, also ich glaube, ich mache es kurz und knapp. Ich hätte dich gerne in dieser Schlagertruppe dabei. Okay, danke. Ich bin so froh gerade. Schwer. Du kannst singen, aber komplett umgehauen hast du mich nicht, ehrlicherweise. Deswegen ist es von mir nein. Okay. Ich sehe das genauso wie du. Was soll ich sagen, ne? Dieter! Du stirbst mir ein bisschen zu wenig, ja? Echt?
Ja, also wenn man das vergleicht mit Marianne, du, die haut da rein, da wird er wirklich da, 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 weil das war so die Zeit, da war ich so 18, 19 und saß in so einer Einzimmer-Studentenbude und mit einem Klo auf dem Flur für 90 Mark damals. Ja. Und saß da so ganz allein in Göttingen. Meine Freunde waren weg. Ich kannte in diesem scheiß Göttingen keinen Mensch. Und da habe ich immer Marianne Rosenberg gehört. Ja. Und immer diese Nummer da. Und das triggert mich immer an diese Zeit, weißt du, wo man kein... Weißt du, keine Kohle, kein Nix, ja. Kein Freund, kein gar nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, ja. Ja? Ja, ja. Oh mein Gott, bitte! Okay, vielen, vielen Dank. Ciao! Ciao! Die Liebe meines Lebens. Willkommen, die Liebe deines Lebens. Ciao, oh mein Gott! Ich freue mich richtig, im Recall zu sein. Ich freue mich so sehr und das ist das Allerwichtigste. Ich werde so abliefern im Recall. Viel Glück bei deiner zweiten großen Chance.